Captain, das Taraks Mutterschiff wurde vollständig recycelt. Es stellt sich allerdings ein neues Problem dar. Ein neues Problem, welches? Es war nicht nur ein Gefangenenlager an Bord, sondern gleich mehrere. Insgesamt haben wir über 100.000 Individuen von verschiedenen Spezies befreit. Sie wollen damit sagen, wir benötigen ein größeres Schiff. Ein erheblich größeres Schiff. Wir dürfen davon ausgehen, dass wir beim nächsten Mutterschiff der Taraks erneut so viele Gefangene befreien werden. In der Datenbank habe ich die Spezifikationen eines Soxas-Kampfkreuzers gefunden. Die Bewaffnung entspricht der Taraks-Bewaffnung. Im Moment kann ich nicht sagen, welche von den beiden Spezies diese Waffe entwickelt hat. Wenn wir sie jedoch mit unserer Phasentechnologie und unserer Absorbertechnologie kombinieren, haben wir ein unbezwingbares Schiff. Wenn ich eines gelernt habe, dann ist es überheblich anzunehmen, man hat etwas Unbezwingbares. Bestenfalls hat man etwas schwer Überwindbares. Also gut, beginnen Sie mit dem Bau dieses Kampfkreuzers, dimensionieren Sie ihn so, dass wir erst nach dem dritten Mutterschiff der Taraks an eine Erweiterung unserer Flotte denken müssen. Captain, wenn ich vorschlagen dürfte, wir sollten die Baupläne des Mutterschiffs noch einmal durchgehen. Um die größten Schwachpunkte zu finden, das würde unsere Effizienz wesentlich verbessern. General, Ihr Vorschlag ist sehr gut. Durchforsten Sie die Datenbank nach weiteren Modellen der Taraks-Flotte und deren Schwachpunkte. Vielleicht können wir einen universellen Angriffsmodi entwickeln. Ich wollte eigentlich mit dem Captain sprechen. Mehr wie im Augenblick werden Sie an den Captain nie kommen. Entweder Sie reden mit mir oder Sie gehen zurück in Ihr Quartier. Und jetzt erzählen Sie mir, warum wir diese Diskussion führen. Sie sehen es doch selbst, wie ungepflegt dieses Wesen aussieht. Allein schon überall diese Haare. Sie haben zudem noch gar nichts gesagt. Weil ich nichts dazu zu sagen habe. Die Dergos haben immer versucht, sich besser darzustellen, als sie sind. Sie haben immer versucht, allen anderen ihren Willen aufzuzwingen. Sie sind ebenso. Sie werden sich auch wieder beruhigen. Da sehen Sie das rüpelhafte Benehmen, deswegen ist es... Sie halten jetzt den Mund. Der Einzige, der hier ständig Unfrieden stiftet, sind Sie. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Beim nächsten Taraks-Mutterschiff, das wir treffen, dürfen Sie gerne das Schiff wechseln. Diesen Vorschlag werde ich auch dem Captain unterbreiten. Ich darf doch... Sie dürfen die Klappe halten. Machen Sie mich nicht wütend. Wie weit sind Sie mit der Replikation der neuen Kampfeinheiten? Die leichten Kampfeinheiten sind mit der Replikation fertig. Die schweren Kampfeinheiten sind bis zur Hälfte mit der Replikation fertig. Das hört sich gut an. Ich denke, mit 240 Scoutschiffen und 2 Absorbern dürften wir auch mit einem plötzlich auftauchenden Taraks-Mutterschiff fertig werden. Wenn sich das Mutterschiff Quer 2 ebenfalls in den Kampf einbringt, denke ich, haben wir immer die Oberhand. Die technischen Spezifikationen der Quer 2 sollten so lange wie möglich geheim bleiben. Solange keiner weiß, was die Quer 2 wirklich kann, haben wir auch diesen Vorteil. Ich verstehe, General. Mervin, wie weit bist du mit dem Langstreckenreplikator? Mervin, haben die Konstruktion fertig. Müssen nur noch von Lucy prüfen. Das hört sich großartig an. Gib mir Bescheid, sobald Lucy fertig ist mit der Prüfung. Deal. Du fragst mich, ob ich mit diesem Schiff zufrieden bin? Ja, sehr. Ich wünschte, wir hätten es schon zu einer früheren Zeit gehabt. Die Desintegratoren dieses Schiffs sind auch einmalig. Auf so eine Idee kann auch nur ein Harkulaner kommen. Bergbautechnik mit Waffentechnik zu kombinieren. Talia, ich bin froh, dass du mit Beatrice darüber gesprochen hast. Ich hatte angenommen, ich tue dir damit einen Gefallen. Im ersten Moment hatte es sich auch so angefühlt. Doch als mir bewusst wurde, dass ich dich immer weniger sehe, war es nicht mehr so. Manchmal ist gut gemeint eben nicht gut gemeint. Ich weiß. Soeben sind in unsere Scanner-Reichweite 3 Taraks-Leviathane eingetreten. Mit unserer derzeitigen Geschwindigkeit werden wir sie in 300 Parsec erreicht haben.
Alle taktischen Gegenmaßnahmen werden aktiviert. Befehl an die Scoutschiffe, lösen Sie sich vom Verband und fliegen Sie voraus. Leiten Sie beim Auftreffen die sofortige Desintegration ein. An alle Besatzungsmitglieder und Zivilisten. Dies ist keine Übung. Begeben Sie sich auf Ihre vorgesehenen Stationen und schließen Sie alle Shots. An alle Besatzungsmitglieder, Zivilisten. Dies ist keine Übung. Ist etwas Seltsames. Die drei Tarax-Leviathane waren offenbar mit der Bergung einer Rettungskapsel beschäftigt. Von den Leviathanen geht keine Gefahr mehr aus. Sie sind neutralisiert worden. Erster, was ist seltsam? Die Rettungskapsel ist identisch mit der, die Talia von der Werft mitgebracht hat. Ich nehme an, der alte Mann ist mit einer Tarax-Rettungskapsel geflohen. Intuitiv würde ich dies als Falle einstufen. So, Ria, da gebe ich dir mit einer 67-prozentigen Einschätzung recht. Ich schlage vor, wir benutzen Sergates. Des Weiteren sollten wir den Hangar frei von Atmosphäre halten. Damit eine mögliche Explosion direkt ins All entweichen kann. Erster, machen Sie es so, wir überwachen es vom neuronalen Netzwerk aus. Ich beginne mit dem Teleport. Kritische Fusionsüberladung. Erster, das ging gerade noch mal gut. Richtig, Captain. Wenn wir keinen Teleporter hätten, wäre unsere Flotte jetzt vernichtet worden. Ich vermute, dass die Tarax jetzt alles daran setzen, uns zu vernichten. Wir müssen also vorsichtig sein, wenn wir in Zukunft Geisel befreien. In den Körper der Geisel könnten ebenfalls Sprengsätze sein. Ich werde mich sogleich mit Krieg über mögliche Gegenmaßnahmen beratschlagen. Ich denke, dass man aktive DNA separieren kann, dann wäre alles, was uns die Tarax unterschieben wollen, noch auf deren Schiff. Wir sollten sie das nächste Mal vollkommen aus der Tarnung erledigen. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es eine Werft. Dieser Werft sollten wir einen Besuch abstatten. Ich will niemanden direkt beschuldigen, es wäre aber auch möglich, dass sich bestimmte Geißeln bei uns versuchen einzuschleusen. Die biologische Rumpfcrew sollte nicht erweitert werden. Ich stimme Beatrice zu. Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir jetzt ein Ziel sind. Tarek, setze Kurs auf die Werft der Tarax. General, arbeiten Sie einen Angriffsplan aus. Computer, folgende Order gilt so lange, bis ich Sie widerrufe. Für die befreiten Geisel wird kein Shop mehr geöffnet, das ich nicht ausdrücklich genehmigt habe. Weise jede Anfrage mit folgender Aussage ab. Derzeit gilt die Captain Order 17. Du willst tatsächlich die Werft der Tarax angreifen? Wir werden die Werft erst einmal untersuchen, da wir getarnt nicht entdeckt werden können. Haben wir Zeit, uns eine Strategie zurechtzulegen? Moment bitte, der General produziert doch auf Teufel komm raus einen Cyborg nach dem anderen. Ja, richtig, Sandra. Also Henry, nach nur schauen sieht das aber nicht aus. Egal wie, ob wir jetzt ein weiteres Mutterschiff unterwegs treffen. Oder ob wir tatsächlich in der Werft agieren werden. Wir sind ihnen immer zahlenmäßig unterlegen. Wäre es nicht schlauer, würden wir das ganze Schiff übernehmen, wie es ist? Wären wir sofort wieder mobil. Dazu brauchen wir aber eine neue Crew für das geänderte Schiff. Jetzt verstehe ich. Du hast vor, ihnen einfach das Schiff wegzunehmen? Wir haben genügend Ressourcen aus den drei Schiffen gewonnen, die uns in die Falle locken wollten. Dass wir für mehrere Schiffe eine Rumpfcrew erstellen können.
Vermutlich ist es unwichtig, aber eines frage ich mich die ganze Zeit. Wenn die Tarax keine Augen haben, warum ist dann ihr Schiff immer beleuchtet? Ihre Gefangenen brauchen das Licht, nur deswegen haben sie alles beleuchtet. Ich denke, es hat auch eine psychologische Wirkung auf die Gefangenen. In einem hell erleuchteten Raum kann man nichts heimlich tun. Ihr habt recht, vermutlich ist das so. Captain, die Einsatzteams sind soweit. Captain, wir beginnen auf Ihren Befehl hin. General, Erster, beginnen Sie. Zeigen wir den Tarax, dass mit uns nicht gut Kirschen essen ist. An alle Einsatzteams, wir beginnen mit dem Teleport. Ihnen allen viel Erfolg. Wo wurde Ginger gefunden? Wir haben Ginger beim Rundgang im Korridor vor dem neuen Botanikgarten gefunden. Wir haben augenblicklich einen Notfalltransport in die Krankenstation vorgenommen. Nur einen Moment nach unserer Ankunft wurden Sie Beatrice informiert. Seitdem sind bis jetzt nur 2 Parsec vergangen. Ich stabilisiere Ihren Kreislauf und beginne mit dem tiefen Scan. Scannen Sie auch gleich nach fremder DNA. Ich will den Verantwortlichen so schnell wie möglich dingfest machen. Generell kann ich sagen, dass es Dergosch-DNA ist. Das reicht mir fürs Erste. Isolieren Sie die Dergosch, bis wir wissen, welches von diesen Individuen es war. Jawohl, Beatrice. Ich gebe es an die Einsatzleitung weiter. Der Zustand von Ginger ist jetzt stabil. Ich beginne mit der Heilung. Was sagt der DNA-Vergleich? Es waren 3 Dergosch. Ich gebe die Information der DNA an die Einsatzleitung weiter. Erster, geben Sie mir einen Bericht über die erbeuteten Schiffe und befreiten Geiseln. Captain, wir haben ein Tarax-Mutterschiff, einen Destroyer und eine hyperspace-fähige Marble-Werft erbeutet. Die Tarax-Besatzung umfasste Techniker und Ingenieure. Geiseln waren in keinem der 3 Objekte. Nach bisherigen Erkenntnissen bauen die Tarax mit diesen mobilen Werften ihre Schiffe in Asteroidenfeldern. Der Bau der beiden Schiffe hatte 13 Dorsec gedauert. Danke, Erster. Was wiederum bedeutet, dass wir die Tarax empfindlich getroffen haben. Das ist besser gelaufen, als ich gedacht hatte. Captain, ich erhalte soeben aus der Krankenstation die Mitteilung, dass Ginger angegriffen worden ist. Laut dem Arzt ist sie wieder außer Lebensgefahr. Ich bin in der Krankenstation. Was ist passiert? Meinen Informationen zufolge wurde Ginger im Korridor vor dem neuen botanischen Garten gefunden. Laut der DNA-Analyse waren es 3 Individuen der Dergosch. Beatrice hat inzwischen die Anweisung erteilt, alle Dergosch bis auf Weiteres zu separieren. Ich werde in die... Henry, wir müssen reden. Ich war gerade auf dem Weg in die Krankenstation. Das ist nicht mehr nötig. Ginger ist gerade in den Heilschlaf verlegt worden. Laut dem Arzt wird sie 2 bis 3 Tage dort verbringen. Wie schlimm ist es? Es ist so schlimm, dass unsere Schwächste im Korridor einfach niedergemacht wird. Im Moment kann ich noch nicht einmal sagen, warum. Der Arzt hat mir versprochen, dass wir bis in 10 Parsec eine genaue DNA-Analyse bekommen. Henry, lass mich zu diesen Octas, ich werde Ihnen zeigen, was es bedeutet, Ginger anzugreifen. Nein, ich werde mit 2 Bodyguards direkt zu den Dergosch gehen. Es bringt nichts, nur die Täter zu bestrafen, weil die Gruppe es weiterhin dennoch gutheißen wird, was die 3 getan haben. General, bereiten Sie im Tarax-Mutterschiff einen Zellenblock für die Aufnahme der Dergosch vor. Die Ausgangstüren werden verschweißt, alles was rein oder raus will, muss teleportieren. Jawohl, Captain, ich bereite alles vor. Erster, erfassen Sie alle Dergosch mit dem Teleporter. Bei folgenden Worten werden Sie den Teleport für alle Dergosch auf das Tarax-Mutterschiff in den verschlossenen Zellenblock durchführen. Sie verlassen jetzt das Schiff. Machen Sie für alle anderen befreiten Geiseln eine Live-Übertragung auf sämtliche Monitore. Damit alle wissen, was passiert, wenn man auf diesem Schiff Gewalt ausübt. Lassen Sie es offen, ob die Dergosch in den Raum teleportiert wurden oder einfach nur desintegriert wurden. Kein Wort darüber, dass sie nur verlegt worden sind. Jawohl, Captain, ich bereite alles vor.
Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ein Mitglied meiner Crew wurde angegriffen und schwer verletzt. Am Körper des Crewmitglieds wurde DNA von 3 Dergosch-Individuen gefunden. Es ist mir vollkommen egal, welche 3 Individuen von Ihnen es waren. Ich dulde keine Gewalt an Bord dieses Schiffes. Sie wurden von uns aus einer sehr langen Gefangenschaft befreit. Wenn dies Ihr Dank dafür ist, dass Sie eines meiner Crewmitglieder wie Schlachtvieh zurichten, gibt es dafür nur eine Antwort. Sie verlassen jetzt das Schiff. Ich wiederhole es noch einmal, ich dulde keine Gewalt an Bord dieses Schiffes. Ich sage es noch einmal ganz ausdrücklich, es ist mir vollkommen egal, ob Ginger Ihnen sagt, Sie sollen ihr nicht folgen. Sie werden Ginger immer schützen, sollte jemand Fremdes auf Ginger zu kommen, werden Sie die Person stoppen, notfalls mit Gewalt. Sollten es mehrere Personen sein, werden Sie einen Notfalltransport mit Ginger machen. Sie können sich hinterher entschuldigen, das ist mir, Sandra und dem Captain wichtiger. Ich kann Beatrice nur zustimmen. Den Anblick von Ginger werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen können. Beatrice, Sandra, Sie können beruhigt sein. Wir werden mit unserer ganzen Existenz dafür sorgen, dass Ginger in Sicherheit ist. Jeder von uns hat gesehen, wie Ginger zugerichtet wurde. Dies wird sich nicht wiederholen. Ginger wird sich sicher an die Situation gewöhnen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sie sich noch einmal solch einer Gefahr aussetzen wird. Captain, die Auswertung der Korridorkameras hat Folgendes ergeben. Offenbar waren die Dergosch gekränkt, weil ihr Vertreter nicht mit dem Captain selbst sprechen konnte. Weil sie wegen der Captain Order 17 nicht mehr an sie herankamen, nahmen sie offenbar Ginger als Ersatz. Das gibt es doch nicht. Wie kann man so einen Hass entwickeln? Der Dämon wurde vom Teufel beherrscht. Als wir den Teufel beseitigt haben, haben wir den Dämon befreit. Wir sollten die befreiten Gefangenen auf dem nächstmöglichen Planeten aussetzen, damit sie dort eine neue Kultur gründen können. Da mag man gespannt sein, welche von diesen Spezies in einigen Dorsek noch vorhanden ist. Wir haben sie befreit und jetzt lassen sie ihren Frust an uns aus. Ehrlich, das müssen wir uns nicht geben. Was sind also ihre Vorschläge? Ich schlage vor, wir erkunden den nächstmöglichen Planeten erst einmal selbst. Wenn wir zum Abflug bereit sind, setzen wir die befreiten Geiseln mit ausreichend Nahrung und den nötigen Werkzeugen aus. Den Rest müssen Sie selber bewältigen. Erster, bereiten Sie die nötige Strategie vor. Ja, Captain. General, haben wir noch ausreichend Ressourcen zur Herstellung weiterer Standardeinheiten? Ja, wir können noch 3 Standardeinheiten herstellen. Dann tun Sie das bitte. Captain, für einen Moment war ein sehr großes Schiff auf dem Scanner. Es ist offenbar geflüchtet. Wie ist unser Zustand? Sind wir auch getarnt oder nur in Phase? Wir sind nur in Phase. Tarek, verfolgen Sie das Schiff mit maximaler Geschwindigkeit. General, bereiten Sie die Enter-Trupps vor. Sobald Sie einen Scan machen können, tun Sie das. Captain, es ist ein Zoxas Mutterschiff. Meinem Scan zufolge sind keine Geiseln an Bord. Sie haben eine Nachricht an Ihre Flotte gesandt. Der Schwarm greift uns an. Mandus sei uns gnädig. Wir sind gleich in Teleporter-Reichweite. Ich beginne mit dem Teleport. Captain, das Mutterschiff wurde übernommen.
Logbucheintrag Standzeit 22.04.3510. Wir haben vor 400 Parsec ein Mutterschiff der Soxas geentert und vollständig übernommen. Zu meiner großen Freude waren keine Geiseln an Bord. Das Mutterschiff der Soxas ist um einiges größer als das Mutterschiff der Tarax. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Effizienz meiner Cyborg-Crew. Sie haben in nur wenigen Parsec dieses riesige Schiff übernommen. Ginger ist körperlich genesen und hat keine körperlichen Folgeschäden behalten. Jetzt fängt die schwierige psychische Heilung für Ginger an. Sandra und Beatrice kümmern sich sehr fürsorglich und liebevoll um Ginger. Ganz gegen meine anfänglichen Befürchtungen, Ginger würde ihre Bodyguards ablehnen, hat sie sofort akzeptiert. Ende des Logbucheintrags, Henry. Wie ist der Zustand des erbeuteten Schiffs? Man mag es kaum glauben, das Schiff der Soxas ist in seinen Ausmaßen dreimal größer als ein Tarax-Mutterschiff. Im Gegensatz zu den Tarax halten die Soxas keine Gefangenen. Dafür ist aber ihr Verhalten nicht weniger grausam. Bedienen sich der Ressourcen der aufgebrachten Schiffe und verwerten die Gefangenen. Höre ich da richtig? Das sind Kannibalen? Nach dem, was ich hier in der Datenbank gefunden habe, ist der Soxas-Likör dazu da, die Gefangenen zu töten. Ich muss gestehen, bisher fühlte ich mich nicht hundertprozentig wohl bei der Art, wie wir die Schiffe entern. Doch wenn ich so etwas höre, muss ich meine Meinung dazu revidieren. Der letzte Funkspruch des eben erbeuteten Schiffs lautete wie folgt: Der Schwarm, damit sind wohl wir gemeint, greift uns an. Interessant ist, dass sie diesen Funkspruch schon abgesetzt haben, noch bevor wir sie erreicht hatten. Das dürfte der Beweis sein, dass die beiden Spezies Tarax und Soxas enge Beziehungen zueinander unterhalten. Woher hätten sie wissen sollen, wer wir sind? Die Analyse der Speicherbänke des Schiffs hat etwas Beunruhigendes offenbart. Offenbar war der Destroyer zusammen mit dem Mutterschiff für die Erweiterung des Gebiets der Tarax und Soxas gedacht. Captain, in den Sternenkarten des Soxas-Schiffs habe ich die von Ihnen skizzierte Sternkarte ebenfalls gefunden. So wie es aussieht, waren Sie vor kurzer Zeit in diesem Solarsystem auf Beutezug. Henry, was machen wir jetzt? Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Tarax und Soxas einen gemeinsamen Kommunikationskanal. Bis jetzt wissen sie noch nicht, wie wir aussehen. Dabei sollten wir es auch belassen. Ich habe da eine Idee. In der Zwischenzeit wissen sie ja, dass sie uns nichts entgegensetzen können. Warum soll ich sie nicht dazu zwingen, sich in ihren Raum zurückzuziehen? Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Ich werde pokern. Wir richten einen speziellen Raum her, der nichts mit unseren Schiffen gemeinsam hat, aber nach einer Kommandobrücke aussieht. Darin werden wir ein Schauspiel vollführen, das den Tarax und Soxas suggeriert, als wären wir die Vorhut von Flottenverbänden mit mehreren tausend Schiffen. Als nächstes brauche ich eine animierte Figur, der man dies abkauft. Sie darf nichts mit den bekannten Spezies zu tun haben, vor denen haben die beiden Spezies keine Angst. Eine Horrorversion ihrer selbst. Das könnte sogar funktionieren. Computer, ich brauche einen Location, die bei den meisten Spezies Ekel- und Angstzustände verursacht. Kannst du mir einen Vorschlag geben? Überdimensionierte Würmer oder Schlangen erzeugen bei den meisten Spezies Ekel beim Ansehen. In der Situation jedoch Angstzustände. Dann generiere auf Basis dieser Information einen düsteren, mit Schlangen gefüllten Raum. Des Weiteren brauche ich einen Avatar, der basierend auf den Informationen aller bisher erbeuteten Datenbänke eine Horrorversion der Tarax und Soxas darstellt. Einen Moment, die Daten werden verarbeitet. Anzeige des Vorschlags. Das sieht schon mal gut aus. Der Avatar gefällt mir. Fahre die Beleuchtung so weit herunter, dass man gerade noch etwas erkennt. Sehr gut. Füge ein undefinierbares Geräuschen hinzu, nicht zu laut, damit man die Stimmen noch gut versteht. Ja, so stelle ich mir das vor. Etwas fehlt noch. Darf ich vorschlagen, Herztöne hinzuzufügen? Das ist eine gute Idee, lass hören. Wow, das kommt gut rüber. Lass uns einen Probedurchlauf starten. Ich grüße den ehrenwerten Rat. Die Ernte ist gut in diesem Quadranten. Die Nahrung hält sich in großen Proportionen an einem sehr kleinen Ort auf. Jitxon, der Rat grüßt dich. Wie nahrhaft ist die Nahrung? Die Moktas fühlen sich wohl. Ihre Antriebsenergie ist gewaltig geworden. Wir holen sehr leicht die Schiffe der Nahrung ein. Du sprachst von einem Nebel, der den Moktas gefährlich wird. Die Nahrung selbst lebt im Dunkeln. Der Nebel ist kein Problem. Ist deine Empfehlung, die Zivilisation zu verlegen? Ja, ehrenwerter Rat.
Es gibt so viel Nahrung und Rohstoffe. Ich denke, wir können einen neuen Stamm unserer Zivilisation hinzufügen. Dann sorge dafür, dass die Nahrung sich nicht in den Nebel zurückzieht. Ja, ehrenwerter Rat, ich werde dafür sorgen. Erzeuge jetzt aus diesem Video eine echte Langstreckenkommunikation. Speichere dies in der Datenbank. Erster, was ist das schnellste Objekt, das wir erzeugen können? Eine Langstreckenkommunikationssonde, da keinerlei Besatzungsmitglieder an Bord sein müssen. Gut. Laden Sie die Datei für die Antworten des Rats auf die Sonde, schicken Sie sie soweit möglich in unseren Raum zurück. Wie lange wird dies dauern? Captain, ich hätte da einen Vorschlag. Major, bitte lassen Sie ihn hören. Um eine glaubhafte Entfernung herzustellen, müsste die Sonde außerhalb jeglicher Scannerreichweite platziert werden. Meiner Schätzung nach wird es einen erheblichen Zeitaufwand mit sich bringen. Ich denke, wir sollten mit teleporterfähigen Sonden arbeiten. Für die maximale Teleportreichweite benötigen wir nur wenige Parsec. Wenn wir aber eine Kette von Teleporter-Sonden erzeugen, könnte die Kommunikationssonde in 100 Parsec platziert sein. Major, machen Sie es so. Captain, das bringt mich auf eine Idee. Wie wäre es, wenn wir mit dem gleichen Verfahren von unserer derzeitigen Position aus in alle Richtungen getarnte Überwachungssonden aussenden? Major Erster, bitte arbeiten Sie gemeinsam ein einsatzfähiges System aus. Erster, wie ist der Zustand der Flotte? Captain, wir sind in Phase und getarnt. Wir sind bereit zum Aussetzen der Sonden. Tarek, bitte verlassen Sie den Hyperdrive. Wir sind bereit zum Aussetzen der Sonden. Ich habe verstanden. Alle Scanner der Flotte sind auf Maximum. Ich habe 3 Objekte in Scanner-Reichweite. Es sind ein Zoxas-Mutterschiff und 2 Tarax-Mutterschiffe. Wenn wir bis jetzt keinen Beweis einer Zusammenarbeit der beiden Spezies hatten, jetzt haben wir. Beginnen Sie mit dem Aussetzen der Sonden. Vergleichen Sie die Ergebnisse. Die Scanner-Ergebnisse müssten wesentlich besser sein. Wir müssten sogar feststellen können, was alles an Bord ist. Ich aktiviere die Sonden. Ich beginne mit dem Teleport. Ich schicke die Kommunikationssonde durch die Teleporterkette. Die Kommunikationssonde ist etabliert. Beginnen Sie mit der Kommunikation zwischen der Sonde. Ich starte die Aufzeichnung. Ich grüße den ehrenwerten Rat. Die Ernte ist gut in diesem Quadranten. Die Nahrung hält sich in großen Proportionen an einem sehr kleinen Ort auf. Jitxon, der Rat grüßt dich. Wie nahrhaft ist die Nahrung? Die Moktas fühlen sich wohl. Ihre Antriebsenergie ist gewaltig geworden. Wir holen sehr leicht die Schiffe der Nahrung ein. Du sprachst von einem Nebel, der den Moktas gefährlich wird. Die Nahrung selbst lebt im Dunkeln. Der Nebel ist kein Problem. Ist deine Empfehlung, die Zivilisation zu verlegen? Ja, ehrenwerter Rat. Es gibt so viel Nahrung und Rohstoffe. Ich denke, wir können einen neuen Stamm unserer Zivilisation hinzufügen. Dann sorge dafür, dass die Nahrung sich nicht in den Nebel zurückzieht. Ja, ehrenwerter Rat, ich werde dafür sorgen. Die 3 Schiffe nehmen Kurs auf den Nebel. Die Sonde in der Nähe der 3 Schiffe hat folgenden Funkspruch aufgefangen. An alle ziehen Sie sich sofort in den Roxas-Nebel zurück. Nach neuen Erkenntnissen kann uns der Schwarm dort nicht angreifen. Es kommen immer mehr Schiffe in die Scanner-Reichweite. Ich denke, es hat funktioniert. Du nennst es Poker. Bei uns ist das eine List. Eine List geht bei uns viel weiter. Im Moment ist aber nicht die Zeit dafür. Tarek, setzen Sie Kurs zur Erde mit maximaler Geschwindigkeit. Ich habe verstanden. Die versteckte Information mit dem Nebel ist genial. Aus dem Nebel heraus funktioniert kein Scanner. Sie wissen also nie, ob der Schwarm noch da ist. Das ist wie ein Gefängnis. Worum geht es? Nun, der General und ich, wir haben uns überlegt, dass wir den Weg von Tarek gehen wollen. Ja, so ist es. Wie könnte ich da Nein sagen?
Wenn Sie sich ein anderes Äußeres geben wollen, bin ich der Letzte, der dem widerspricht. Captain, danke schön. Nicht dafür, das ist selbstverständlich. Captain, auf unserem Weg ist ein Planet, der möglicherweise Leben beheimatet. Wir werden den Planeten untersuchen. Möglicherweise können wir dort die ersten befreiten Geiseln absetzen. General, geben Sie es an die Flotte weiter, dass wir dort einen Stopp einlegen werden. Jawohl, Captain. Ich bereite das Aussetzen von weiteren Sonden vor. Eine gute Idee, machen Sie das Erste. Computer, lade bitte das holographische Abbild des Planeten X9M. Einen Moment bitte. Das holographische Abbild wird geladen. Der Planet hat in der Atmosphäre nur sehr wenig Sauerstoff. Die Pflanzen produzieren nur geringe Mengen Sauerstoff. Die einzige Spezies, die wir hier aussetzen können, sind die Dergosch. Diese Spezies braucht nur sehr wenig Sauerstoff. Die Atmosphäre ist selbst für die Taraks und Soxas nicht atembar. Also wären sie auch vor einem Übergriff sicher. Ich empfehle dennoch, ein paar Pflanzen von der Oberfläche als Proben mitzunehmen. Erster, bereiten Sie den Bau der ersten Unterkünfte für die Dergosch vor. Ja, Captain. General, übersiedeln Sie, sobald alles bereit ist, die Dergosch auf dem Planeten. Setzen Sie bitte mehrere Sonden aus, die uns über die Entwicklung der Dergosch informieren. Jawohl, Captain. Wie viel technisches Equipment soll ich den Dergosch bereitstellen? Nur das Nötigste, das Sie zum Überleben brauchen. Wenn Sie bis jetzt noch kein Wissen über die Raumfahrt haben, müssen Sie sich das selber erwerben. Bei Ihrer Aggressivität, die Sie an den Tag gelegt haben, kann ich Beatrice nur zustimmen. Erster, Sie haben es gehört, nur das Nötigste. Ich werde es in die Wege leiten. Das wäre doch die perfekte Gelegenheit, unsere Surrogates zu testen. So könnten wir in einer unwirklichen Umgebung feststellen, ob sie auch wirklich funktionieren. Ich suche in der Zwischenzeit einen geeigneten Landeplatz. Ich schicke einen bewaffneten Landetrupp voraus. Man weiß ja nie. Ja, machen Sie das. Tarek, Sie haben die Brücke. Ja, Captain. Lucy, bist du bereit? Lucy bereit, Captain. Jeder nimmt Bett neben sein Surrogate. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Glaubst du, mir geht es anders? Schaut euch Henry an. Die Ruhe in Person. Das war ja klar. Müssen wir auf etwas achten? Bitte liegen bequem, sonst geben beim Zurückkehren Verspannungen. Ich mache das auch das erste Mal. Ich hoffe, ich kann mich entspannen. Dann haben wir endlich etwas gefunden, wo wir alle das erste Mal machen. Außer für Henry, für ihn ist das wieder mal Routine. Das war etwas ganz anderes, das hier ist auch für mich neu. Echter Wahnsinn. Bei diesem Surrogate habe ich wirklich das Gefühl, dass ich es selbst bin. Seltsam, ich sehe mich selber da liegen. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Ich hatte mir heute Morgen den kleinen Zeh gestoßen. Den spüre ich jetzt gar nicht mehr beim Gehen. Man merkt wirklich keinen Unterschied. Dann kann ich meine Pollenallergie jetzt vergessen. Juhu! Wow, das ist echt der Wahnsinn. Gut, dass wir nicht selber da sind. Wir haben hier nur 11% Sauerstoff. Wir kämen mit so wenig Sauerstoff nicht klar. Sandra, du bist dir sicher, dass die Dergosch genug Sauerstoff haben? Ja, bin ich mir. Den Pflanzen fehlt nur etwas Phosphat. Dann würden sie mehr Sauerstoff produzieren. Dann würden die Pflanzen besser gedeihen und die Atmosphäre hätte mehr Sauerstoff. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Oder sehe ich das falsch? Talia, du siehst das vollkommen richtig. Also waren die Scans aus dem Orbit 100% richtig. Es wäre mir auch komisch vorgekommen, wenn das nicht der Fall wäre. Schließlich hat Mervyn die ganzen Scanner überarbeitet. Auf diesem Inselabschnitt gibt es auch keine größeren Tiere, die eine Gefahr darstellen könnten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dergosch damit spielend fertig werden. Talia, da gebe ich Henry recht. Man darf diese zierlichen Gestalten nicht unterschätzen. Ich würde sagen, wir sammeln alle Proben ein und untersuchen sie dann im Labor. Einverstanden, Ginger, lass uns mit dem Probennehmen beginnen. Wir haben hier auf dem Soxas Mutterschiff über 50 dieser Hangars.
Bis auf eine Ausnahme ist das Platzverschwendung. Ich habe mir gedacht, dass du, Ginger, mit einem dieser Hangars beginnen könntest. Ich möchte, dass du hieraus einen großen botanischen Garten machst. Ist das dein Ernst? Das ist der Wahnsinn. Was bewegt dich zu dieser Entscheidung? Ja, richtig. Ich kenne dich jetzt lange genug, Henry. Ohne Grund machst du nichts. Raus mit der Sprache. Es gibt mehrere Gründe. Zum einen sind wir sehr lange hier eingesperrt. Ich selbst habe das Bedürfnis nach mehr Natur. Zum anderen haben wir eine Botanikerin an Bord, die ihre Leidenschaft nicht ausleben kann. Und zu guter Letzt hat dieses Schiff eine Aufzeichnung über einen Besuch in unserem Sonnensystem. Ich möchte nicht näher auf Einzelheiten eingehen. Wie lange brauchen wir noch bis zur Erde? Henry, weißt du mehr darüber? Ginger, Henry sagt doch gerade, er möchte nicht näher darauf eingehen. Ich denke, wir wollen das auch nicht wissen. Beatrice hat recht, keiner will die Einzelheiten wissen. Ich selbst mit eingeschlossen. Leider weiß ich sie. Bist du deswegen manchmal so abwesend? So ist es. Deswegen möchte ich, dass Ginger diesen Hangar zu einem Stück Heimat macht. Ich weiß nämlich nicht, was wir noch vorfinden werden. Was soll ich mit den Schiffen hier machen? Recycle sie. Du brauchst sicher jemanden, der dir hilft beim Anbauen und Pflegen der ganzen Pflanzen. Nimm dir genügend Bodengrund mit von X9M. Wir werden noch einige Zeit hier bleiben, bis die Dergosh sich einigermaßen akklimatisiert haben. Henry, hast du irgendwelche Wünsche? Ginger, ich bin mir sicher, dass du hier einen besonderen Platz schaffen wirst. Ginger, wir sind soweit fertig. Replikator-Sonden sind dabei, eine neue äußere Bordwand einzuziehen. Das wird noch ungefähr 200 Parsec dauern. Ich möchte, dass der Boden des Hangars, 3 Klicks hoch, mit Bodengranulat bedeckt ist. Zweiter, bitte achten Sie darauf, dass die Mikroorganismen aus dem Bodengranulat gefiltert werden. Wir wissen nicht, was sie mit uns anstellen. Deswegen habe ich auch nur Samen von den Pflanzen mitgenommen. Ginger, Schatz, ich bin mit dem Anfertigen der Gartenbauboards fertig. Du kannst sie jederzeit abrufen. Ich danke dir, mein Engel. Ich habe schon immer konspirative Treffen geliebt. Um welches Geheimnis geht es? Das Geheimnis, das uns nicht erzählt wurde. Das, was auf der Erde passiert ist? Henry hat nur eine vage Andeutung gemacht, wollte uns aber nicht mehr erzählen. Er wollte jedoch, dass ich im Hangar 12 etwas Heimat auf dem Soxas Mutterschiff in Form einer Landschaft gestalte. Was mich zu der Frage bringt, kann man mit genug Energie Materie erschaffen? Möglich in Theorie, Craig noch nie versuchen. Craig darüber nachdenken wird. Gut, danke, Craig. Zudem ist uns aufgefallen, dass Henry immer öfters in Gedanken ist. Etwas in der Datenbank muss ihn furchtbar beschäftigen. Ist es verboten zu erfahren, was ihn so beschäftigt? Es gibt kein Verbot, dennoch ist es bedrückend. Ein anderes Mutterschiff der Soxas war im Solarsystem der Erde. Den Aufzeichnungen zufolge haben sich eure Leute heftig gewehrt. Jedoch bei der Überlegenheit dieses Schiffs war es nicht mehr als ein Aufschrei. Wurde die Erde vernichtet? Das nicht. Aber ein erheblicher Teil der Bevölkerung wurde auf dieses angreifende Mutterschiff geholt. Wir wissen, dass die Soxas niedere Spezies nicht als gleichwertig betrachten. Was ist also passiert? Sie betrachten sie als Nahrung. Soll das heißen? Haben wir deswegen keine Gefangenen an Bord dieses Schiffs gefunden? So ist es. Moment mal. Wenn keine Chance mehr bestehen würde, dass es noch Überlebende gibt, würde Henry mit Sicherheit nicht die Reise zur Erde machen. Soria, ich habe doch recht. Ja, Ginger. Henry will die Verbliebenen eurer Leute auf unsere Flotte verteilen. Jetzt macht das Aussetzen der Dergosh erst richtig Sinn. Wäre es dann nicht besser, wir würden noch ein Mutterschiff der Soxas aufbringen und entern? Das wäre schön, jedoch sind alle derzeit im Nebel und dort sollten sie auch bleiben. Wir könnten aber ein weiteres replizieren, wenn genug Rohstoff vorhanden ist. Craig, Mervyn sind an Arbeit von schneller Replikation. Craig haben Gedanken für Hangar. Wenn erzeugen Illusion, dann können Ginger alles machen in Hangar. Wird das lange dauern? Nicht wirklich, Gedanke schon da ist. Gut, danke, Craig. So weit, so gut. Ich denke, lasst uns alle an die Arbeit gehen. Sandra und Ginger gehen mit Craig das Projekt Hangar an. Soria und ich arbeiten einen Plan aus, wie wir unserem Captain mental unter die Arme greifen können. Es geben kleinste Teilchen. Aus diese kleinste Teilchen entstehen Materie. Craig finden heraus, wie man kann erzeugen, kleinste Teilchen. In Verbindung mit neuronale Netzwerk von Lucy muss Ginger nur daran denken.
Computer greifen Gedanken und erzeugen kleinste Teilchen. Soll das heißen, dass wir jetzt beliebige Materie erzeugen können? Craig sagen ja. Ginger muss Protokoll für Änderung aufrufen. Computer, laden Modifikation, Craig 7, 9, 9, 4, 7, übertrage Rechte an Ginger. Protokoll zu Materieerzeugung wird geladen. Rechte zur Erzeugung der Materieerzeugung werden auf Ginger erweitert. Bereit zur Eingabe. Computer, ich denke jetzt an eine Grasoberfläche. Bitte erzeuge diese anstelle dieses Granulats. Einen Moment, berechne die Struktur. Beginne mit der Änderung der Struktur. Computer, kannst du die noch sichtbaren Träger und Wände des Hangars so kaschieren, dass man sie nicht mehr sieht? Wenn ja, lasse sie optisch verschwinden und erzeuge dafür einen Wald als Hintergrund. Ja, das ist möglich. Die Konstruktion des Raums wird optisch kaschiert. Wahnsinn, ich bin sprachlos. Captain, eine der Teleportersonden, hat soeben ein Bild übertragen. Ich denke, das sollten Sie sich ansehen. Moment, ist das im Nebel? Nicht in dem Nebel, in dem die Taraks und Soxas festsitzen. Schicken Sie eine Biosonde. Ich möchte wissen, ob dieser Nebel für biologische Lebewesen gefährlich ist. Wie kommst du darauf? In einem der Berichte eines Soxas-Mutterschiffs wurde ein zersetzender Nebel angesprochen. Ich werde eine Sonde in den Nebel schicken. Dann müssen wir in 400 Parsec mehr erfahren. Machen Sie das Erste. General, wir brauchen ein Erkundungsteam. Jawohl, Captain. Ich stelle ein Team zusammen. Henry, einigen von uns ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit immer wieder abwesend bist. Das kann in einer Gefahrensituation zu erheblichen Problemen für uns alle führen. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Beatrice, erst gestern Abend habe ich mit Henry darüber diskutiert. Habt ihr euch jetzt gegen mich verschworen? Henry, wir machen uns alle Sorgen und wie ich denke, mit Recht. Ich schlage deswegen vor, dass wir jetzt gleich zu Ginger in den neuen Botanischen Garten gehen. Wenn ich den ersten Offizier richtig verstanden habe, braucht die Analyse der Sonden ihre Zeit. Ich rate deswegen, wirklich eine Pause einzulegen. Bitte, Henry. Gut, ihr habt mich überzeugt. Tarek, Sie haben die Brücke. Jawohl, Captain. Ginger, wie hast du das in so kurzer Zeit geschafft? Ich hatte Hilfe von Craig. Er hat das neuronale Netzwerk, seine Teleporter-Technologie und die Replikatoren miteinander verbunden. Und heraus kann dies. Wahnsinn, das wirkt alles so echt. Ich bin beeindruckt. Computer, das Lagerfeuer entzünden. Wow. Ginger, jetzt im Ernst, wie war es möglich, das in so kurzer Zeit anzufertigen? Das ist ja schon fast Hexerei. Ich habe mich mit Craig über die Herstellung von Materie unterhalten. Meine Frage an Ian war, kann man mit ausreichend Energie Materie erzeugen? Craig hat dann bestätigt, dass es kleinste Teilchen gibt. Wir kennen sie als Strings. Craig sagte, wenn ausreichend Energie vorhanden ist, wäre es theoretisch möglich. Ich will dich aber nicht mit Einzelheiten langweilen. Ginger, ich denke, dass es gut wäre, wenn Henry es genau wissen würde, wie es funktioniert. In Ordnung. Also, Craig hat dann meine Erinnerungen über das neuronale Netzwerk von Lucy zum Computer geleitet. Der Computer wiederum hat aus den Informationen ein Bild generiert. Das wurde dann an den Replikator übergeben, der wiederum das jeweilige Objekt erzeugt hat. Wenn wir richtige Proben hätten, könnte man tatsächlich Bäume erzeugen. Auf Basis dieser Erkenntnis habe ich einen Stein von X9M in größerer Form replizieren lassen. Das sind jetzt die Steine um das Feuer. Ihr habt mir gerade eine Lösung auf dem Silbertablett präsentiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Manchmal ist es besser, seine Sorgen mit jemandem zu teilen. Sie haben sich mehr Sorgen um dich gemacht, als um die Sorge, die dich so bedrückt. Hatte ich es nicht gesagt, Henry? Sprich mit den anderen darüber. Ja, ihr habt recht. Ich war dermaßen geschockt, als ich las, dass die Soxas fast die Hälfte der Bevölkerung der deportiert haben. Es waren Freunde und Verwandte von uns dabei. Das wollte ich euch nicht antun. Henry, nachdem wir wussten, dass die Soxas auf der Erde waren, war uns klar, dass dies kein Freundschaftsbesuch war. Da wir wissen, dass die Soxas keine Gefangenen machen, wusste jeder von uns Bescheid. Wir können aber den Verbleibenden noch helfen. Allein deine List, die du angewendet hast, verhindert, dass die Taraks und Soxas in nächster Zeit eine neue Welt angreifen werden. Talia hat recht. Durch das, was Ginger zusammen mit Craig erschaffen hat, eröffnen sich neue Möglichkeiten. Der Computer weiß, aus was für Materialien dieses Schiff gebaut ist. Die Replikatoren können dieses Material dank Craig erzeugen. Wir sind in der Lage, eine große Flotte zu erschaffen, auf der du alle Bewohner deines Heimatplaneten in Sicherheit bringen kannst. Wenn du es genau nimmst, Henry,
Wer von uns würde nach dem, was wir erlebt haben, wieder das einfache Leben auf der Erde weiterführen wollen? Ich denke, wir kennen alle die Antwort. Wir können auf den Schiffen gleich von Anfang an große botanische Gärten anlegen und so die Heimat mit uns nehmen. Du hast die Tarax und Soxas verängstigt in einen Nebel geschickt. Du hast ihnen einfach ihre Schiffe weggenommen, wie einem kleinen Kind das Spielzeug. Ich denke, wir finden einen neuen Platz, wo unsere Leute in Frieden leben können. Ach, ehe ich es vergesse, die Dergosch haben auf eigene Faust begonnen, den Planeten zu erkunden. Ich denke, sie haben ihre neue Heimat akzeptiert. Das ist eine gute Neuigkeit. Sie werden ja nicht alleine gelassen, wir lassen ja ausreichend Sonden hier. Ich denke, du solltest die Vergrößerung der Flotte planen und in Angriff nehmen. Ich schlage vor, bei der Planung alle Schiffe der Flotte aufzurüsten. Jedes Schiff sollte in der Lage sein, mindestens mit 2 Mutterschiffen fertig zu werden. Wisst ihr, was jetzt fehlt? Was? Ein Grillplatz. Erster, was hat die Sonde herausgefunden? Captain, die Biosonde hat ihre Befürchtung bestätigt. Eindeutig geht die Ursache der Anomalie von der Station aus. Wir haben noch weitere Späher-Sonden ausgesandt. Wir können jetzt sicher bestätigen, dass das Kampfschiff, das wir auf Durox recycelt haben, durch die Anomalie kam. Nachdem die Daten ausgewertet wurden, steht fest, dass die Erzeuger der Anomalie selbst zum Opfer fielen. Wenn wir mit den Replikator-Sonden die Station zerlegen, wird auch die Anomalie verschwinden. Was denken Sie, wie viel Soxas Mutterschiffe mit einer vollständigen Crew können wir mit dem gewonnenen Material erzeugen? Meiner konservativen Schätzung nach 4 Mutterschiffe mit Crew. Wenn wir Cracks Materieerzeugung verwenden, entsprechend mehr. Was bringt die Modifikation der Replikatoren an Zeiteinsparungen? Wir schaffen es, ein Schiff in ein 1/12 Dorsec zu replizieren. Die entsprechende Crew mit inbegriffen. Sehr gut. Sorgen Sie dafür, dass die Anomalie verschwindet. Danach lassen Sie uns aufbrechen und das Material und die Datenbänke bergen. Ja, Captain, ich beginne sogleich.